Moin Moin und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Crash Bandicoot. Ja, wir waren hier bei einem der schlimmsten Level stehen geblieben, und zwar Slippery Climby, und zwar ohne zu sterben. Und gut, ich habe noch 17 Leben. Wir haben eine Maske, trotzdem nicht so toll, hier nicht zu sterben. Zumal die Ladezeiten hier extrem lang sind. Also wenn ich hier raus dem Level rausgehe, dann habe ich hier, boah, lasst mich bitte lügen, circa 30 Sekunden, wo ich dann quasi, ja, nur im Wartemenü wieder bin. Und das ist eindeutig zu lange. 51 Kisten gibt es hier. Holla, Crash bringt schon wieder fast zu weit. Mich wieder komplett an die Steuerung gewöhnen, dass man hier einfach mal X bisschen mehr drücken muss, denn oh, die Hilfe des Rutschsprungs gibt es ja hier nicht im ersten Teil. Das ist ja ein ganz, ganz großes Problem. So, Konzentration ist angesagt hier. Und zum Glück gibt es hier auch ein paar Leben. Oh, ihr springt aber sehr langsam runter. Also, das ist auch noch nicht so wirklich schnell. Und hier gibt es ein Brio-Bonus-Level. Ja, gute Nacht wünsche ich mir da nur. Gut, ich habe eine Maske, die hilft mir aber so gesehen hier fast nichts. Weil hier kann man genau nur durch Sprünge meistens krepieren. Und das ist nicht so toll. So, die Hälfte des Levels hätten wir gleich geschafft. Sagt er und skippt gleich trotzdem. Also die Treppe ist sehr, sehr langsam. So, einmal bitte hoch. Dankeschön. So, hier waren wir, glaube ich, letztes Mal auch schon mal. Jawohl, das funktioniert. So, das Level will ich eigentlich versuchen. Okay, die Plattform fährt nicht sehr weit. Und er kommt wieder, okay. Das ist gut zu wissen. Oh, nein. Wow, war das. Das geht schnell. Okay. Geschafft. Trotzdem, wir haben noch nicht mal die Hälfte des Levels. Noch nicht bei die Hälfte. Ich mag dieses Level gar nicht. Slippery Climb. Aber da oben haben wir den nächsten Checkpoint. Das war hier früher in der PlayStation-Version, glaube ich, der einzige Checkpoint in dem Level. Und hier Goldrelikt zu holen. Oh, gute Nacht, ey. Alter, Crash. Gut, dass man bei den Relikten ja keine Leben verliert. Trotzdem. Das wird Tortur für mich werden. Zum Glück werden nur die farbigen Edelsteine eine Tortur für mich werden. Und der Rest weniger. So, dies habe ich nur die Maske verloren. Das lerne ich aber auch nie, dass ich einfach springen kann. Ich glaube, im Originalteil ging das nämlich. Alter, Crash. Danke. Runter mit dir. Oh mein Gott. Drückt mir die Daumen, dass ich es überhaupt heute noch schaffe in der Aufnahme. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. 51 Kisten. Wer wusste ja, dass es hier so viele Kisten gibt. Sehr schön. Ja, Konzentration ist hier echt alles. So. Das schaffe ich eigentlich immer sehr souverän, wollte ich gerade sagen. Die Frage natürlich auch, sehe ich heute überhaupt ein anderes Level? Das ist die nächste Frage. Ja. Ich habe da stark meine Zweifel. Ich warte wieder. Boah, Glück gehabt. Auch hier Glück gehabt. Also der Sprung, oh, geht auch irgendwo gar nicht so. Crash geht da raus wieder. Also wenn ich den ersten Sprung schaffe, dann komme ich schon mal ein bisschen weiter. So ist es jetzt nicht. Bin ich schon mal beruhigt drüber. Das ist auch eine easy peasy Stelle. Da kann man auch nicht so viel verkehrt machen. Genauso wie hier. Oh mein Gott. Hier kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Hier kann man, wenn, dann nur zu weit springen. Bei einem falschen Timing hier genauso. Hohoho. Ja, ja. Die Sprünge waren noch nie einfach. Vor allem der Brio. Warum gibt es hier den Brio? Weil der Brio-Bonus-Level, das dauert ja auch wieder Zeit. Und nicht nur Zeit. Die sind doch nicht gerade einfach. Aber zum Glück darf man da sterben. Glück gehabt mit den Vögeln. So, hier habe ich vorhin mal meine erste Maske verloren. So, diesmal warte ich länger.
und springe genau in die Lücke rein, wo man nicht reinspringen sollte. Ansonsten kommt irgendwann mal Plan B und ich spiele das Level erstmal so normal durch, zumal mir ja auch irgendwann die Leben ausgehen. Das ist ja auch noch so etwas, was man ja in Betracht ziehen muss. Oh, die Steuerung ist eigentlich nicht das Problem. Vielleicht soll ich mich aber nur mal mehr konzentrieren. Dann schaffen wir das auch, ja. Gemeinsam. So. Ich glaube, Lost City hätte ich ja auch fast geschafft. Ein Level habe ich auch sogar in First Try geschafft. Oh, Mann. Oder ich muss einfach mal meinen Mund halten. Ist auch eine Maßnahme. Ja, einfach mal mein Maul halten. Bei dem Level. Wollte schon wieder springen. Konzentration. Kann doch nicht so schwer sein. Noch irgendwas fehlerfrei versuchen zu machen, kann schwer sein. Das ist ja das Problem. Ja, wenn man irgendwie was perfekt machen möchte, dann ist es in der Regel immer am schwersten. So, gut, das war schon wieder sehr, sehr knapp eigentlich. So. Alter, was mach ich da? Was mach ich da? Was mach ich da, genau? Was mach ich eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ja. Gerade hier diese Sprünge hier. Oh. Boah, das. Also entweder ich springe manchmal echt zu weit oder manchmal zu kurz. Und den Mittelweg, den muss man finden. So. So, hier hast du wieder kürzere Sprünge als am Anfang. Das ist aber auch ein scheiß Timing. Ne, komm. Ich zock jetzt das Level so durch, sonst hat das hier keinen Sinn. Sonst verbrate ich hier die Leben, die ich sowieso noch brauche. Ich verbrate dich sowieso. Ganz ehrlich, diesen ersten Sprung, das war früher nie ein Problem. Aus Kleinigkeiten wird schon so, ja, so was Schwieriges gemacht. Und ich fand den ersten schon nie relativ einfach. Ich fand den mit am schwierigsten. Und zwar mit Abstand am schwierigsten. Lustig wär's, jetzt schaffe ich das. Und bin am Anfang des Levels gewesen. Vor allem hier hilft mir auch ein Akku nicht weiter. Den könnte ich eigentlich missbrauchen für Lost City. Fällt mir mal gerade so ein. Ja, dann könnte ich Lost City eigentlich machen. Das wäre auch eine Maßnahme. Da bräuchte ich ihn eher. Der war doch auf der Plattform drauf. Oh, der war doch auf der Plattform drauf. Obwohl, es macht doch hier keinen Sinn. Wenn ich von vorne bin, kann ich gleich rausgehen. Also, solange ich den ersten Checkpoint nicht habe, kann ich mal rausgehen. Weil sonst bescheiße ich mich ja hier am Anfang noch so gerade selber. Weil das sieht so aus, als wenn du das schaffen könntest. Aber einfach, man schafft's ja auch. Der Vorteil am Relikt ist eigentlich. Ja, was ist der Vorteil? Oh, gut, es gibt kein Brio-Kopf, kann das sein. Kommt man ja nicht in diese Bonuswelten. Das wäre auch blöd. Du schaffst das Brio-Level, aber den Rest des Levels nicht. Boah, das wäre richtig ärgerlich. Gut, es sei denn, es ist die letzte Kiste. Die Kollisionsabfrage. Die Kollisionsabfrage. Da war ich stehen geblieben. Ja. Ist sehr fragwürdig hier. Du bist eigentlich drauf und fällst trotzdem runter. Das war jetzt zweimal der Fall. Hier bist du jetzt noch drauf, gehst du ein Millimeter weiter, bist du wieder unten. Ja, also das ist auch wieder so, ja. Bei Kisten, wenn man auf zwei nebeneinander Kisten springt, da merkt man das manchmal, dass er dann die andere nimmt. Obwohl du im Auge gar nicht auf der anderen drauf warst. Für dich. Das ist immer das beste Beispiel. So.
Hier bin ich, glaube ich, gestorben. So, perfekt. So. Am besten X echt gedruckt halten. Gedrückt halten. Wenn Crash meint zu springen. Oder damit er weit springt. Jetzt habe ich zum Beispiel wieder ganz kurz losgelassen. So. Weg. Ja, genau. Ich hab Viereck gedrückt, Crash. Ich habe sogar jetzt schon eine doppelte Maske. Alles klar. So. Aber jetzt beenden wir das Level hier. Mit oder ohne Edelstein. Ist mir egal. Eine Maske habe ich noch. Bloß nicht in irgendeinen Abgrund springen. Das geht so langsam. Das ist unfassbar. Unfassbar! Uppala. Gut, dass es so lange geblieben ist. Drauf, danke. So, die ging jetzt nicht ganz so hoch. Das ist auch so ein scheiß Timing. Aber geschafft. Hier muss man sich ein bisschen beeilen. Oh, Alter, bei diesen Sprüngen kriege ich echt Herzprobleme. Da beiße ich jedes Mal mein Herz. So. So, hier waren wir vorhin auch schon mal. Da bin ich an einer auch beschissenen Stelle verreckt. Gerade so gereicht. Zack. Ja, genau, hier. Hoch, 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 bitte. Das mit den Relikten. Das wird ein Todesurteil. Weg. Oh Gottes Willen. Okay, geschafft. Nicht fragen, wie. Weitermachen. Drauf, drauf, drauf. Sind wir schon beim Rückweg. Ist der zweite Brio-Kopf, genau. Ach, das Bonus-Level ist das mit den vielen Kisten. Das beantwortet die Frage. Ein Akku- und Brio-Level. Okay. Okay. Ich muss mir am Anfang nicht ganz so sehr beeilen. Und das wird ja jetzt. Das geht ja jetzt nicht als Tod. Das ist das Schöne dran. Bonus ist Bonus. 19 Kisten, okay. Ach, da muss ich. Hä? Muss ich da. Ach, da muss ich warten. Ach du Kacke. Wie ich den Sprung da rechts und sehe, wird mir schon wieder schlecht, ey. Das war. Dumm war das? Das war richtig dumm. Also den oberen Anfang fand ich jetzt nicht ganz so problematisch, aber das kann sich jedes Mal noch ändern. Oder muss ich direkt nach da unten? Hä? Das wäre auch eine Maßnahme. Ich gehe sofort nach unten. Ja, genau so nach unten. Genau so nach unten, Crash. Hier gibt es 19 Kisten. Okay. Aber der Anfang ist ja nicht gerade schwer. Ja, genau so muss man es machen. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Direkt nach unten kommen. Dann die eine TNT aktivieren.
Also gar nicht so ein schweres Brio Level ein. Hä? Hä? Ach, da muss ich direkt zurück. Oh, da muss ich direkt ins Ziel springen. Alles klar. Ja, Philipp muss nachdenken und da bleibt nicht viel Zeit fürs Kommentieren. Der muss sich hier anstrengen, aber ist auch die bekannte Fail-Reihe hier. Das Fail-Projekt auf dem Kanal. Jawohl. Alter, hier gibt's Leben ohne Ende. 6 Stück. Nice. Habe ich alle Kisten? Oh Gott, 6 Kisten fehlen noch. Nein! Sauber. Konzentration. Komm, das schaffst du. Yes. Yes. Und jetzt wieder hier raus. Nein. Och, nö. Boah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Yes. Yes, das geht. Vier Kisten noch und ein Gegner. Der Gegner ist als erstes weg. Ja, ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Yes, baby. Jawoll. Perfekt. Jawoll, Slippery Climber ledig. Ging das schneller als gedacht. Das wird abgespeichert, das wird abgespeichert. Lights out, weil als nächstes dran... Wird das abgespeichert? Ja, Slippery Climb, das geht's. Da überschreiben wir mal ganz schnell. Aber bitte doch. Danke, 3%. Und ich habe... keine Leben verloren. Lights out. Gibt's auch in Edelstein.